Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ich habe gerade eben mir noch einen neuen Kaffee gemacht und ja. Und wir wollten jetzt dieses hier mal machen und ich akzeptiere das jetzt. So. Oh, das sieht aber schrecklich aus. Aber geil, da steht immerhin eine Leiter. Also, immerhin. Können wir dann nach ganz oben klettern. My love, you see what they've done? I couldn't stop them. I know, baby. We'll get this fixed in no time. Together. You are the new contractor? Good. Let's come in and estimate the damage. Please, I'm not sure what they've done with the fireplace. Could you check if it's still fine? We wanted this to be the living room. The kitchen, it's such a mess all around. It also looks like they finished nothing upstairs. Those will be our personal rooms. That's what they've been doing instead? Unbelievable. The floor is a total mess. Oh well. I've got a bad feeling about the terrace. Did they really push the sofa off the ramp? I cannot believe it. Lousy Contractors, lausige Bauunternehmer. Ja, okay. Das sieht krass aus. Da frage ich mich, was sind das denn für Bauunternehmer, ey? Wenn die das so hinterlassen. Boah. Ja, wir machen erstmal den ganzen Müll hier weg. Da, das ist ja schrecklich. Boah. Komm. Ja, da habe ich auch ein bisschen Mitleid, aber irgendwie auch gefühlt, sagen wir so, auch irgendwie irgendwo selber schuld, dass die solche Leute dafür eingestellt haben. Aber naja. Na, immerhin haben die Farbe da gelassen, also dann. Ja, kann ich die Wände selber hier streichen und so. Was ist das? Warum leuchtet der hier weiß? Hä? Irgendwo liegt hier noch was? Oder? Das mache ich gleich. Ah, hier noch die Lämpchen. Dann. Oh Gott, hier noch. Oh. Na super. Immerhin eine Tür haben die schon mal eingebaut. Hier draußen ist ja noch mehr Müll. Boah, den Rasen müssen wir auch fertig machen. Oh Gott, ne. Was sind das denn für Bauunternehmer gewesen? Das hier. Für schwimmen. Ah, da ist die Yacht, die wir letztens gemacht haben. Geil, die können wir von hier aus sehen. Boah, geil, das ist ja eine richtige Stadt. Ich wünschte, wir könnten hier. Warte, können wir hier einfach so abhauen und rumspazieren? Ja. Hoppla. Kann ich hier einfach. Leider nicht, aber. Ah, hier ist noch Müll. Schauen wir mal darum. Hier liegt. Ah, da oben liegt wahrscheinlich noch Müll rum. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal hier die Leiter hoch und schauen uns mal an, ob da oben noch irgendwas ist. Immerhin haben die zwei Stück da gelassen. Ja, weiter hoch kommen wir nicht. Ja. Jo, hier ist auch noch jede Menge. Warum so viel Bier hier rumliegt, ey. Und die Lampe auch noch weg.
Dann das. Die Treppe ändern wir nachher. Ja, was waren das denn für Bauunternehmer? So, hier ist auch noch eine Scheißlampe. Hier machen wir auch noch weg. Lag hier einfach mal so eine Matratze, ey. So. Ja, ich würde mich hier wohlfühlen. Ich weiß nicht, was die haben. Ah. Okay. Kann man noch benutzen. Hier liegt auch noch Fliesen rum. Kann man vielleicht noch zu Ende machen. Weiß ich nicht. So, hier noch den Müll. So. So, dann haben wir... Irgendwo haben wir noch Müll. Hier haben wir noch zwei Lampen, die weg müssen. Hier und hier. Und in dem Raum haben wir noch was. Ah, und die Lampe weg. Räumende Müll auf. Hier ist noch irgendwo Müll da. Hier haben wir fertig. Hier gibt es keinen Müll mehr. Hier auch nicht mehr. Hier ist kein Müll. Hier waren wir schon. Aber draußen ist auch noch irgendwo Müll. So. Irgendwo ist draußen noch Müll. Nur keine Ahnung wo. Ah, hier ist noch Müll. Hier muss ich noch zu Ende fließen. Oh, liegt hier überall. So. Ah, ich sehe schon. Da ist noch Müll. Aber irgendwo fehlt noch was. Hier irgendwo. Ah, hier. Irgendwo ist auch noch was. Irgendwo liegt hier noch Müll rum. Ja, nein, ich will nicht die Leiter hoch. Bin ich blind? Sehe ich es einfach nur nicht? Oder? Oder ist es einfach irgendwie irgendwo oben? Hier vielleicht. Hier liegt nichts. Hier oben. Hier liegt auch nichts. Dann würde ich sagen, wir fangen damit an. So, das machen wir weg. So. Irgendwo sind noch Verschmutzungen. Hier ist noch. Ah, wechselt automatisch, okay. Hier gibt's keine Verschmutzung. Hier gibt's keine. Hier gibt's keine. Hallo? Ja. Dann gehen wir mal wieder hoch. Schauen wir mal nach, ob hier noch irgendwo Verschmutzung gibt. Ne? Egal, dass er automatisch zwischen Wasserschlauch und Dings hier wechselt.
Hier gibt's keine. Aber irgendwo liegt hier noch Müll. Ich habe keine Ahnung, nur wo. Ich würde sagen, die Treppe ändern wir automatisch schon mal. Komm, wir nehmen hier weißes Holz und auch das hier bei, oder? Schokokuku. Sieht auch nice aus. Ja. Auf jeden Fall eine neue Treppe haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, wir fangen erstmal hier mit dem Trimmer an. Machen den ganzen Rasen hier weg. Vielleicht entdecken wir auch noch den Müll hier unterm Rasen irgendwo versteckt. Hier am Baum ist noch irgendwie was. Hier ist noch ein Stück. Da haben wir noch ein Stück. Oh, und jetzt noch das große Ding hier. Ja, wir fangen erstmal mit dem hier. Der sieht kleiner aus. Doch nicht. Egal, dann los. Können wir alles in Rechnung stellen. Fehlt doch noch irgendwo ein Stück. Da irgendwo, ja. So ein Pixel, das nicht zu sehen war. Kann ich hier nicht wirklich weit in den Rasen, also in den Baum da rein. Fehlt doch noch jede Menge. Komm da nur nicht ran. Vielleicht C. Na, komm ich doch ran. Hier fehlt doch noch irgendwo ein Stück. Ne, der Pixel läuft mit. So, dann einmal hier bis da hinten hin. So muss ich schon machen, okay. Aber wirklich weit komme ich da auch nicht mit. Ihr seht das alle oben rechts in der Map. Da sind so ein paar grüne Stellen noch, so kleine grüne Punkte. Die will ich auch weg haben. Jo. Da komme ich nicht ran. Oder? Komme ich da noch ran? Ne. Ja, okay. Haben wir jetzt auch geschafft. So, bis hierhin. Dann machen wir so noch einmal.
Und hier. Und da kommt wieder was. Nice. Gibt's aber auch noch so. Oh. Komm erst mal bis da hinten hin. Da haben wir wieder so einen Ruckler gehabt, weil er speichern muss. So, machen wir hier um den Baum herum einmal. Den ganzen Rasen. Muss ich aber auch denen alles in Rechnung stellen, ja? Wir wollen ja, dass das Haus hier schön aussieht. Komm hier einmal jetzt herum. Und dann hier. Dann geht's hier weiter. So. Und so. Und dann gehen wir da rum. Und hier. Habe ich da was übersehen? Ja. Ne, doch nicht. Nur gedacht. So, das hier noch. Hier muss bestimmt noch irgendwo Müll rumliegen. Oder zählen die das, was mit dem Rasen da passiert ist, diese geplättete, auch noch als Müll? Oh, hier haben wir wieder so einen Busch. Dann muss ich das so machen. So, einmal um den Busch herum. In den Busch rein. Schauen, wie weit ich da komme. Ich sehe gar nichts gerade. So, dann können wir hier weitermachen. Und nochmal so. Und hier noch das letzte. Dann haben wir den Rasen auch gleich fertig.
Oh, ich sehe da was. Oder doch nicht? Hm. Dann habe ich das nur gedacht, dass da noch was wäre. Und geil, wieder neuer Fertigkeitspunkt. Einschaltbare Geschwindigkeit zum Leben des Rollrasens. Schaufel Bioshi. Effizienteres Graben. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Und das mit dem Rollrasen ist irgendwie nicht so wichtig, finde ich. Was stand da? Jetzt habe ich das nicht gelesen. So, der Rasen ist fertig. Ich würde sagen, vielleicht zählt das hier als Räume den Müll auf. Rasrolle? Rollrasen? Ja, komm. Ich würde sagen, machen wir so. Benutzen. Ach, nee. Nee. Habe jetzt falsch rum gemacht. Nochmal. Der muss in diese Richtung. Ja. Und dann noch. Hier. Und dann noch das bisschen. Und los. Hä, aber was zählt hier noch als Müll? Ist hier überhaupt was, was ich nicht sehe? Ja. Nee. Ist das hier Müll? Ah, okay, die haben als Müll gezählt, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, hier. Gegenstand kaufen, Doppeltür, dunkle Voneski, Doppeltür außen. Aufgaben. Voneski dunkle Doppeltür. Nee. Na ja, dann komm, machen wir das. Und dann hier in Gold. Dann machen wir das hier. Hallo? So wollte ich das haben jetzt. So. Soll ja nach was aussehen hier. Hm. So, muss ich wahrscheinlich so machen, ne? Und so und... Ah, so hat das jetzt gezählt. So hat er den jetzt mitgezählt. Alles klar. Mein nächstes Mal direkt so. Jetzt brauchen wir. So.
Streich mit den Farben Weiß. Da haben wir Weiß. Wir fangen dann hier an. Und immerhin haben die das Weiß da gelassen. Dann brauche ich selber das Geld dafür nicht ausgeben. Ah, wieder leer. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, ich muss selber gleich nochmal ein paar Eimer nachkaufen. Aber im Grunde ist mir das auch egal. Die haben hier ein Budget von 37.000, also ich kann gerne alles ausnutzen, wie ich will. Die Farbe wird niemals reichen. Ich nehme eben noch einen Schluck von meinem Kaffee. So. Füll nochmal nach. Dann mache ich hier nochmal Weiß und hier nochmal Weiß. So. Okay, der funktioniert. So, der kann weg. Und dann nehmen wir das hier. Ah, könnte sein vielleicht, dass die Farbe doch noch reicht. Muss zwar 100 Kilometer hier laufen, aber egal. Die Musik ist ja auch irgendwie interessant. Ah, wieder leer. Optimal. Muss ich hier auch noch was Weiß streichen? Muss hier noch was gestrichen werden? Streichen wir den Farben Weiß. Okay, dann machen wir das. Solange der Eimer noch da ist. Ich feiere das auch noch, dass wir hier so einen Rohbau noch irgendwie mal machen können. So renovieren. So. Ich glaube, die Farbe ist schon gleich leer. Ja, die ist schon leer. Das heißt, ich darf mir noch
noch einen Eimer nachtauchen. Oder ich suche mal, ob hier noch irgendwo einer rumliegt. Den müssen wir wegschmeißen. Hier ist noch ein Eimer. Den nehme ich mal. Ne, den nehme ich mal hier hin. So, nachfüllen. So, dann nehme ich den wieder mit. Und dann muss der wahrscheinlich hier hin. Gleich hier mit den Farben weiß. Okay, hier ist schon weiß, also. Ja. Das sind nur die Wände hier. Warte, modifiziere die Wände. Was heißt hier modifizieren? Wurde weniger jetzt, also. Okay. Ah, hier muss ich noch. Die Wand. Die hier. Und das hier. Dann würde ich sagen, ich gehe nochmal nach oben und schauen, ob hier auch noch was gemacht werden muss. Die Wände müssen ja auch noch weiß. Oh, das Ding muss ich auch noch. Dann nehme ich das hier mit. Nach oben wollte ich. Hier. Und. So. Das muss weiß. Das. Und. Das kann ich jetzt nicht. Okay. Füll nochmal nach, vorsichtshalber. Und fange hier an. Ah, den. Ah. Okay. Das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Ich habe aber jetzt schon mal ein Einkommen von 5100. Das ist schon mal gut. So, den kann ich auch schon wegwerfen. Mal schauen, ob ich hier irgendwo noch einen Eimer habe. Mit weißer Farbe. Irgendwo da. Hier haben wir noch einen Weiß. Ach komm, lass ihn mal da. Dann fange ich hier weiter an. Ich muss wieder nachfüllen. Ich hoffe, die haben jetzt genug weiße Farbe mitgenommen oder mitgebracht, die Fuschhandwerker. Wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt selber nochmal was nachkaufen müsste an Farbe.
aber im Grunde ist mir egal. So, hier machen wir noch. Dann das hier noch. Und das hier. Ah, hier auch nochmal. Nochmal nachfüllen. Hier. So. So. Und so. Hier muss nichts gestrichen werden. Hier muss nichts gemacht werden. Ah, hier draußen ist sowieso durch dann. Mal schauen, vielleicht liegt hier irgendwas noch rum an Müll. Hier ist nichts. Sehe ich zumindest nichts. Hier mal auch ganz genau schauen. Vielleicht liegt hier doch noch was rum. Und ich habe es nur nicht gesehen. Ne, stimmt, die haben wir ja fertig hier. Ansonsten wäre da jetzt irgendwie diese 99% Anzeige noch da. Ja, hier muss ich noch einen Wandbelag wählen und Bodenbelag. Aber mache ich nachher. Jetzt muss ich hier streich mit den Farben weiß. Fange ich damit an. Damit. Damit. Streiche die ganze Nacht durch, ey. So. Hier müssen wir auch nichts machen, dann machen wir hier mal zu und hier auch. So, die Farbe wird nicht reichen für den Rest des Zimmers. So. Dann haben wir gleich den Eimer auch schon leer. Ja, den haben wir leer. Hier haben wir keinen Eimer. Hier haben wir noch einen Eimer haben wir noch. Perfekt. So, hier muss ich noch zu Ende streichen. Das machen wir auch noch mal weiß. Das hier und das hier. Hier muss jetzt, glaube ich, nichts gestrichen werden, ne? Hier muss nichts geschliffen werden, gestrichen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal an den Aufgaben.